Wir befinden uns geografisch gesehen hier an einem sehr, sehr wichtigen Ort. Hier ist der deutsche Süden, hier ist die deutsche Sprachgrenze, hier ist Salurn. Und genau von hier aus startet heute der Südtiroler Schützenbund eine landesweite 12-stündige Aktion. Dabei werden bei den Ortseingangstafeln die deutschen und ladinischen Ortsnamen mit DNA seit 97J überklebt. Warum die deutschen und ladinischen Ortsnamen? In Südtirol haben seit 1922 ausschließlich die italienischen und pseudofaschistischen Ortsnamen Gültigkeit. Unsere historisch gewachsenen Namen sind nur geduldet. Aber der Südtiroler Schützenbund möchte mit dieser Aktion nicht nur auf die ungelöste Toponomastikfrage hinweisen, sondern allgemein auf den Schwund der deutschen Sprache aufmerksam machen. Das Recht zum Gebrauch der Muttersprache wird in vielen öffentlichen Ämtern, in der Sanität, im digitalen Bereich, im Konsumentenschutz, bei den Medikamenten oder Staatsorganen täglich missbraucht. Der Proporz ist zurzeit auf Urlaub. Unsere neuen Mitbürger werden mehrheitlich in die italienische Sprachgruppe integriert. Und aus unseren deutschen Schulen möchte man am liebsten Sprachexperimentierzentren machen. Das, was der Faschismus nicht geschafft hat, das schafft der Wohlstand. Ich denke, wir Südtiroler können sehr, sehr stolz auf uns sein. Es gibt wohl kaum eine so kleine Minderheit, wie wir Südtiroler es sind, die 100 Jahre Fremdherrschaft überlebt haben. Deshalb, geschätzte Landsleute, geschätzte Landespolitik, zeigen wir Mut und stoppen wir diesen kulturellen Selbstmord an unserer Heimat.